erstmal ist ziemlich wichtig zu schauen, okay, was macht Naturwissenschaft und was ist nicht mehr Naturwissenschaft. Okay, Naturwissenschaft zählt, misst und stellt Theorien auf. Aber je komplexer die Theorien werden, je umfassender die Theorien werden, desto mehr ist es nicht nur Naturwissenschaft, sondern auch Interpretation, letztendlich Philosophie. Die Frage Bibel oder Evolution, beide Texte oder beide Herangehensweisen antworten auf unterschiedliche Fragen. Die Evolutionstheorie beschäftigt sich erstmal nur mit der Frage, wie ist was entstanden? Eine geistliche Deutung, also warum gibt es überhaupt was und macht es alles Sinn und hat es dahinter einen Willen, ist davon noch überhaupt nicht berührt. Schau, woher bin ich entstanden? Die Biologie, die kann zum Beispiel sagen, dass aus einer kleinen Zelle bei mir ich immer größer wurde und wie ich dann gewachsen bin im Bauch von meiner Mutter und wie meine Organe entstanden sind. Aber die Biologie selber kann nicht sagen, ob meine Eltern sich geliebt haben und wie die zusammengekommen sind. Und trotzdem wäre die Sache genauso wahr, dass ich Kind von meinen Eltern bin und dass ich Geschöpf Gottes bin. Jetzt, ich persönlich glaube, dass eine Evolutionstheorie, auch wissenschaftstheoretisch, ein paar Sachen noch nicht voll durchdacht sind, auch gerade wie der Geist entstanden ist, wie Sprache entstanden ist und wie das erste Leben entstanden ist. Aber ich bin kein Biologe und das ist nicht mein Anspruch. Ich würde nur sagen, die entscheidende Frage ist nicht, wie wurde aus einer einen Zelle eine andere Zelle, sondern die entscheidende Frage ist, wollte jemand, dass es Menschen gibt, wollte jemand, dass es Leben gibt und welchen Sinn hat es? Und das kann niemals Biologie beantworten. Wenn Biologie das beantwortet, ist die Ideologie. Das kann nur der Glaube beantworten. Ich bin schon wieder drüber. Oh my goodness. Danke, dass ihr trotzdem dran geblieben seid. Einfach ein paar Gedanken eines Nicht-Biologen am Nachmittag.